Und was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Diaries. Heute bin ich alleine unterwegs und ich musste schon wieder den Server wechseln, weil einfach der Server von Livonia, wo wir drauf waren, der ist schon wieder nicht mehr in der Liste drin. Also ich weiß nicht genau, was die da machen, aber irgendwie verschwinden immer wieder die Listen. Was ich auf jeden Fall heute machen werde oder was unsere Mission ist, ich möchte auf jeden Fall verschiedene Military Basen mal anschauen und ich blende jetzt gerade mal kurz die Karte ein und die verschiedenen Military Basen. Mich würde natürlich megamäßig interessieren, ob ich da den ja, ein oder anderen guten Loot bekomme, ob ich eine Waffe finde etc. Ja, ich habe echt Pech, ich komme jetzt gerade hier auf den Server und dann fängt es gleich an so zu stürmen. Ich bin natürlich schon extrem nass, ich weiß nicht, wo ich bin. Ein Hütchen oder so wäre jetzt gar nicht schlecht, dass ich kurz meine Klamotten ausbringen kann. Nicht, dass ich mich noch erkälte. Und was ich natürlich auf jeden Fall in dieser Folge vorhabe, ist Freundschaften zu schließen. Also ich möchte auf andere Spieler treffen und versuchen, mit denen zu reden. Wir werden sehen, ob sie gleich schießen werden oder nicht. Dürft, glaube ich, gespannt sein, was da passiert. Ah, da unten ist was. Da können wir vielleicht den Regen aussitzen. Kann ich vielleicht auch meine Klamotten ausbringen, dann kann ich mich vielleicht reinstellen. Da haben wir ja schon mal ein bisschen Zivilisation. Ich würde sagen, ich gehe da mal ganz kurz rein und bringe mal meine Klamotten aus. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, Freundchen. Vielleicht mal eine Sportbrille. So, da hinten müsste eine größere Stadt kommen. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir sind. Also ich befürchte, dass das da vorne entweder Brenner oder Lukov ist. Na, das ist Brenner mit dem Fluss, Leute. Okay, ich würde schon mal sagen, wenn wir gerade schon bei Brena sind, oder liegt ein Zombie auf der Straße? Wenn wir jetzt gerade hier schon bei Brena sind, dann checken wir natürlich auch hier die Military-Zelte. Mal schauen, was da so kommt. Da vorne ist ein Spieler. Wir versuchen jetzt einfach mal mit dem zu reden. Friendly Challenge ist da. Hey, Buddy. Hello. Can you talk? Hey buddy, can you talk? You got a mic? Hello? Hey my friend. So when you hear me jump one time. Ah, okay, so you friendly? Jump one time. No friendly two times. No friendly. Why you doing this, buddy? So you got no ammo, what? Sorry for that. Wieso können die Leute nicht freundlich bleiben? Also er hatte versucht, mit dem Messer mich anzugreifen, oder habe ich das falsch gedeutet? Wenn ich das falsch gedeutet habe, tut es mir echt leid, aber das war ein Bambi und ja. Wieso können die nicht freundlich bleiben? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Sorry, buddy. Natürlich sollte ich jetzt versuchen,
meine Position zu wechseln. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir rennen hier über die Brücke, auch wenn es ultra gefährlich ist. Oder ist es Brenner? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Irgendwo muss ich doch ein Schildchen haben, ne? Take care. Why you shooting, man? Hey, buddy? Can you talk? Oh mein Gott, Leute. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Kann es sein, dass das Karma war? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, ich habe den doch eigentlich mit der Handfeuerwaffe sehr, sehr oft getroffen. Also rein theoretisch hätte er down gehen müssen. Gut möglich kann es natürlich sein, dass als er mich umgenietet hat, dass er dann umgefallen ist. Aber trotzdem, wieso schießen die denn hier sofort? Aber die Leute hier auf der Konsole, die sind nicht alle so freundlich. Zuallererst habe ich natürlich meine Vorräte nochmal aufgefüllt und habe noch einmal den Weg kontrolliert, bevor ich zur ersten Base gekommen bin. So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder eine der Military Basen erreicht. Ich werde jetzt einfach mal reingehen und schauen, was da drin so geht und wie viel Loot es hier wirklich gibt. Auf jeden Fall sind ein paar Baracken da, wo natürlich Kleidungsstücke, Waffen etc. liegen könnten. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier noch ein bisschen was an Loot bekomme. Okay, Munition ist auf jeden Fall schon mal da. Ich werde jetzt auch die Waffe wieder rausnehmen, weil jetzt wird es natürlich gefährlich. Oh Leute, da liegt einfach mal so eine SG-5K. Ja, die würde ich sagen, die nehmen wir doch einfach mal, ne? Nice. Haben auch gleichzeitig eine gute Weste. Gut, wir haben jetzt natürlich für die SG-5 haben wir kein Magazin. Das schauen wir jetzt einfach mal. Ob wir da vielleicht irgendwo noch ein Magazin finden. Hier liegt was auf dem Boden, was nicht normal ist. So, dann laufen wir da mal genauer rein und schauen mal. Hier scheint schon alles ziemlich... Oh ne. Rauchgranate ist noch mit am Start. Okay, die erste Baracke ist auf jeden Fall leer. Ich weiß, auf den Türmen oben und so gibt es auch immer wieder guten Stuff. Wenn nicht sogar Waffen. Ich wäre jetzt nur ein bisschen arg vorsichtig, da hochzuklettern. Ich selber kenne diese Military Base noch gar nicht. Hier war ich noch nicht. Okay. Naja, jetzt sind wir einmal durch diese Military Base gelaufen. Ich bin jetzt nicht umgehauen von dieser Military Base, also es ist eine kleinere. Viele Container, leider nicht so viele Baracken. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns einfach auf den Weg zur anderen Military Base. Als es dunkel wurde, wollte ich mich in einer dieser Häuserruinen über die Nacht hinweg verstecken, bis es wieder Tag wird. Doch was ich dann feststellen musste, ist, dass da drin der absolute Megaloot war. Ich habe eine MP5 gefunden und diverse Klamotten.
Wir sind jetzt wieder auf einer neuen Military Base und zwar in der Nähe von Lemborg. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir gucken uns hier mal alles in Ruhe an. Mal schauen, ob wir hier guten Stuff bekommen. Also bis jetzt habe ich 2 MP5 gefunden. Und natürlich die ein oder andere Pistole, aber die bringt es natürlich jetzt auch nicht so wundervoll. Deswegen schauen wir uns jetzt hier einfach mal alles an. Ah, sieht schon sehr gelootet aus, Leute. Da liegt noch ein Kompass. Das war's eigentlich auch schon. Jetzt, ich laufe ein Gebäude mal weiter, dann muss ich meine Klamotten ausbringen. Nicht, dass ich noch krank werde oder so. Gut, in den Gebäuden ist meistens, also so habe ich jetzt das Gefühl, ist meistens nie was drin. Jedes Mal, wenn ich hier reinlaufe, sind die Gebäude alle leer. Also ziemlich viele Visiere liegen da. Es kann natürlich auch gut möglich sein, dass die Spieler sagen, okay, sie brauchen kein Visier oder haben schon eins drauf, deswegen lassen sie das immer liegen. Wie ich jetzt feststellen konnte, auf jeden Fall sehr, sehr viele Visiere bleiben liegen. Oh, Splittergranate, die nehmen wir mit. Oh, Hallöchen! Alrighty. Die würde ich sagen, die schnallen wir uns mal auf den Rücken. Okay, mein Charakter friert. Ich muss jetzt ganz kurz rein, meine Klamotten ausbringen. Nicht, dass ich krank werde. Ich habe zwar genug Antibiotika mit dabei, aber provozieren muss man es natürlich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn Gewitter ist, könnt ihr auch schneller an den Zombies vorbeilaufen, ohne dass sie das wirklich hören. Weil halt das Gewitter einfach viel zu laut ist. Ich glaube, also das ist keine felsenfeste Feststellung. Oh shit. Nice, ich habe sogar ein Magazin dafür gefunden, Leute. So, und die ganzen Baracken, die schaue ich mir jetzt gleich nochmal an. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier irgendwo reinkommen. Und ein SG-5 Magazin, nice. Den brauchen wir nicht. Ansonsten, ja gut, ein Bajonett, kann ich das? Nein, kann ich leider nicht, auf die BK-18 drauf machen. Ah, jawohl, rein damit. Und perfekt. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Aber ich glaube, ich könnte die sogar reparieren. Obwohl, ne, die ist noch ganz gut. Die sieht so abgefuckt aus. So, jetzt gucken wir kurz, dass wir die MP5, dass wir da das Magazin auch noch voll machen. Ich würde jetzt mal sagen, wir laden die jetzt einfach mal so nach. Also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, Leute. Die Ausbeute ist eigentlich relativ gut. Ich habe 3 Waffen gefunden. Und was mich natürlich zu dieser ganzen Folge bewegt hat, ist, ich habe einen Kommentar bekommen, ob der Loot denn immer noch so schlecht sei wie davor. Und da dachte ich mir, hey, weißt du was, da mache ich ein Video dazu. Deswegen ist heute die Mission, die ganze Military Base mal abzugrasen. Und wie ich feststellen kann, es geht. Klar, klamottentechnisch ist ein bisschen low, finde ich. Aber von den Waffen her, wie gesagt, ich habe 2 MPs, ich habe eine KAS, ich habe eine BK-18 und 2 Handfeuerwaffen. Also ich glaube, da kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Und genügend, ja, Feldwesten findet man auch recht gut. Oh, ein Gürtel. Das ist nice. So, dann würde ich jetzt mal sagen, die 3 Baracken habe ich. Ich laufe jetzt einfach mal querbeet hier durch, um einfach mal alles anzuschauen, sodass ihr die Military Base einfach auch mal seht. Ich blende euch jetzt noch mal ganz kurz ein, wo genau diese Military Base ist. Ist eine relativ große Military Base, wie ich gerade sehe. Das heißt, ich kann hier eigentlich noch ein bisschen drin rumwatscheln. Mal gucken, ob ich noch was Gutes finde. USG-45 Magazin, nice. Noch eine Hose.
die gefällt mir sogar mehr wie meine. Ha, wenn es nur noch um Optik geht, Leute. Okay. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Jetzt würde ich sagen, jetzt klettern wir hier mal rüber. In der Police oder in der kleinen Überwachungsding, da waren wir noch nicht drin. Ich glaube aber hier in den Gebäuden, da geht nicht viel. Hier drin. Wenn überhaupt, findet man mal vielleicht einen Dietrich. Obwohl, neue Schuhe. Wie sehen denn meine aus? Ach, makellos. Nice. Brauche ich gar nicht wechseln. Nee, aber hier geht wirklich nichts. Wäre echt mal cool, hier irgendwie ein Scharfschützengewehr zu finden, weil halt irgendeiner hier rausgesniped hätte. So von der Story her. Das wäre mal ganz cool. Hm, da endet der Zaun. Also was mich jetzt gerade so ein bisschen verwundert ist, das müsste hier eigentlich alles viel, viel größer sein. Auf der Karte scheint es eine riesige Base zu sein. Oh, 99er, 919 nehmen wir mit. So, hier war ich schon drin. Jetzt gehe ich mal auf den Hochstand. Vielleicht kriege ich ja echt noch einen Sniper. Wer weiß. Jagdstiefel. Nope, da liegt nichts. Jetzt renne ich hier einmal außen rum, auch wenn es lebensmüde ist. Aber da liegt auch nichts. Okay, ich sollte mal kurz was essen. So, kleines Update, liebe Leute. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg in Richtung Radunin. Da ist auch eine Military Base, die ich mir natürlich mal genauer anschauen möchte. Da gibt es wohl mehrere Waffenspots, soll eigentlich auch eine relativ große Military Base sein. Ich blende euch das Ganze jetzt mal kurz auf der Karte ein und wie es dort aussieht. Das wird auf jeden Fall noch unser Ziel sein und dann werden wir sehen, was passiert. Ich glaube, wir haben die Military Base in Radunin erreicht. Da sehe ich gerade auch so einen Hochstand. Ich würde sagen, wir pirschen uns da jetzt mal langsam rein. Nicht, dass wir natürlich feindlichen Spielern irgendwie in die Hände laufen. Wenn wir natürlich freundliche Leute finden, ich versuche natürlich mit denen zu reden, wenn er mit mir reden möchte, dann können wir das Ganze auch freundschaftlich beenden. Ich hätte mir auch mal ganz kurz das Gelände angucken können. Also so sieht das Gelände auf jeden Fall aus. Jetzt aber auch nicht so groß, wie es auf der Karte dargestellt wird, glaube ich. Ich glaube, auf der Karte ist alles ein bisschen größer. Oh, wartet mal, kann ich das da drauf? Nein. Geht nur auf die KA. Schade, ich habe gedacht, die geht auch auf die KAS. So, wir mogeln uns da jetzt einfach mal durch. Also auf jeden Fall drei Baracken. Ne, vier. Ne, drei. Doch, drei Baracken sind da. Zwei größere und eine kleinere mit dem Flur. Jetzt gehen wir doch gleich mal hier in die erste rein und schauen mal, was hier geht. So. Sieht aber aus, als ob hier schon alles extrem gelootet wurde. Hier werde ich wahrscheinlich kein großes Glück haben und etwas finden. Oh doch, die nehme ich mit, die gefällt mir mehr. Oh, jetzt muss ich gleich wieder alles sortieren, ne? Stehe. Also wie ich finde, findet man auf jeden Fall mehr Loot auf dem Military Basen. Ich glaube, das war auch gewollt von den Machern, dass man einfach wirklich mehr Loot hat. Deswegen haben wir auf Livonia mehr von diesen Militärgeländen. Und ich kann mich eigentlich jetzt gerade so nicht beschweren, Leute. Sieht auf jeden Fall schon mal recht gut aus, was ich hier alles habe. Ich würde gerne gleich auf den Hochstand gehen, bevor ich irgendwas anderes mache. Oh shit. Zombie-Aggro habe ich hier eigentlich keinen Bock drauf. Was liegt da? Nur eine M1-Rauchgranate. Kann der hier hoch? Nein, kann er nicht. Okay. Nice. Komm her. Weil ich weiß nämlich nicht, ob hier Spieler in der Nähe sind. Und ihr wisst ja selber. Was? Alles klar, Bro. Alles klar, der lag auf dem Boden, warum auch immer. Jetzt habe ich echt Zombie-Aggro. Ist das hier ein Sack? Ja. Okay. Ich bandagiere mich mal ganz kurz. Bevor ich hier noch umkippe. Okay.
So, einer ist weg. Oh, dieser Kriechende. Ist ja ultra nervig. Bleib jetzt liegen. Wir laufen jetzt nochmal in die letzte Baracke da hinten rein. Es ist halt richtig schwer, da man auf Livonia natürlich kreuz und quer über die Map spawnt. Kann es natürlich gut möglich sein, dass hier ein Spawnpunkt ist, wo dann natürlich alle gleich hinrennen. Deswegen wird wahrscheinlich die ein oder andere Military Base natürlich sehr leer sein oder kaum Loot da sein. Aber trotzdem habe ich es geschafft, 2 MPs, eine Kas, diverse Handfeuerwaffen, alles zu finden, Leute. Also es ist möglich. Eine taktische Unterjacke brauche ich nicht. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also Rauchgranaten, die findet ihr wie Sand immer. Wirklich. Okay, jetzt würde ich mir mal ganz kurz einen Überblick erhaschen wollen. Aber bis jetzt habe ich irgendwie auch noch keine Handschuhe gefunden, was echt ärgerlich ist. Hier oben liegt nichts, kann ich gleich wieder runter. Ich mag diese Türme nicht. Du bist da so ausgeliefert, wenn du keine Handschuhe hast und nicht schnell runter kannst. Können wir da vielleicht noch irgendwas finden? Ich glaube weniger. Oh mein Gott, ich sag's gerade eben auch noch. Taktische Handschuhe. Nice. Dschungelstiefel. Sind die besser wie ganz normale Stiefel? Oder ich habe Jagdstiefel. Ja komm, ich nehme mal die Dschungelstiefel mit. Waren zwar auch makellos, aber mein Gott. Oh nein. Ich weiß, ich hätte ihn jetzt auch hier einsperren können, aber ich möchte nicht, dass irgendwie ein Zombie Lärm macht. Lärm um nichts. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die ganzen Militärgelände auf der Karte deutlich größer ja, gezeichnet sind oder den Anschein haben, wie im Spiel selber. Oh ja, die nehme ich mit. Die ist für meine Kass, das ist nicht schlecht. Von der Presse bin ich nicht, Bro. Okay. So Leute, das ist auf jeden Fall die Military Base von Radunin. Wir wären dann eigentlich schon wieder am Ende von diesem Video. Ich habe dieses Mal bewusst nicht ganz so viel Story mit einbauen lassen, weil ich ja das letzte Mal euch voten lassen habe. Und 66% davon haben entschieden, nicht ganz so viel Story, sondern einfach mehr Gameplay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Und in diesem Sinne, Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.